Nikolai Szymborski wurde 1849 in Saborowka in der Familie eines simbirischen Großgrundbesitzers geboren. Mit 18 Jahren immatrikulierte er sich in der juristischen Fakultät der Universität von Kasan. Später wechselte er nach Moskau. Eine Krankheit zwang ihn jedoch wieder heimzukehren. 1873 war er bereits Beamter im Ministerium des Inneren, kündigte bald darauf, um sich ganz seinen literarischen Interessen und Tätigkeiten zu widmen. In den 70er Jahren schrieb Szymborski für verschiedenste Zeitungen und Zeitschriften. Immer war er einer erbarmungslosen Verfolgung durch die Zensur ausgesetzt. 1877, mitten im russisch-türkischen Krieg, wurde Szymborski als Korrespondent an die Front geschickt. Diese musste er prompt wieder verlassen, nachdem er einen satirischen Pamphlet auf den verlorenen Kampf der russischen Armee um die Stadt Sivin verfasst hatte. In den letzten Jahren seines Lebens war Szymborski Redakteur bei der Satirezeitschrift Falange in Tiflis. Am 21.02.1881 setzte er dort mit 32 Jahren seinem Leben freiwillig ein Ende. Над миром вторая уж тысячи лет проносится в море забвенья, как след за собой оставляя завет, терпенье побольше терпенья. Вот новый обычай мы чтим на Руси, лишь гость застучит у порога, навстречу хлеб-соль поскорей выноси. Не ради корысти для Бога. Прости, если ж этот обычай любя с глубокой сердечною болью, теперь по безхлебью мы встретим тебя одною лишь голою солью.